Tipps und Tricks für Double Under. Falls ihr Double Under mittlerweile könnt, aber ihr scheitert immer wieder an Nummer 28, 30, 40 und ihr schafft es einfach nicht, mehr als diese Zahlen hintereinander zu bekommen, hier ein paar Tipps und Tricks, wie ihr diese Hürde vielleicht überspringen könnt. Zuerst einmal gilt es zu checken, sind die Grundvoraussetzungen zum Springen überhaupt gegeben. Das heißt, sind meine Schnürsenkel gebunden, stehe ich irgendwo, wo das Seil einen freien Lauf hat. Kann ich überhaupt mit der richtigen Höhe öfter als 40 Mal springen? Probiert es ohne Seil einmal aus. Wenn ihr im richtigen Rhythmus öfter als 50 Mal auf- und abspringen könnt, dann gibt es keine Hindernisse, dieses auch mit dem Seil zu machen. Andere Sache, wie halte ich das Seil in der Hand? Nachdem ihr einen Griff habt und das Seil ist am Ende des Griffs, müsst ihr irgendwie die Energie, die ihr mit euren Händen oder Armen auf das Seil aufbringt, entsprechend einwirken. Der Griff ist in der Regel etwas länger, das heißt, ihr habt nicht das Seil in der Hand. Je weiter ich die Hand vom Ankerpunkt des Seils am Griff habe, desto mehr Hebelwirkung kann ich auf das Seil einwirken und desto weniger muss ich mit dem Handgelenk drehen. Das bedeutet, je näher ich am Ankerpunkt bin, desto eher muss ich meinen ganzen Unterarm benutzen, beziehungsweise im schlimmsten Fall meinen ganzen Arm. Und dann habe ich diese Flügel-Double-Under, zu denen ich auch früher gehört habe. Das heißt, versucht den Griff so locker wie möglich, wie ein Schlagzeugstock, relativ am Ende zu greifen und dann reicht es völlig, diese Bewegung zu machen. Das ist genug Energie, um die Double-Under-Energie auf das Seil zu übertragen. Weiters, der erste Tipp, entspannt euch. Das heißt, versucht an nichts zu denken und euch nur auf eine Sache zu konzentrieren, und zwar auf eure Hand- und Fußkoordination bzw. auf das Geräusch, den das Seil am Boden macht und eure Füße. Der Abstand sollte jeweils immer gleich sein. Wenn ihr das Seil auf dem Boden hört, müsst ihr in der Luft sein. Die Abstände zwischen Boden und Seil oder Fußboden und Seilboden sollten dabei immer gleich sein. Wenn ihr sehr darauf achtet, solltet ihr Änderungen in den Abständen relativ gut registrieren können und könnt dementsprechend darauf reagieren. Das heißt, wenn ich einmal nicht so hoch springe und ich komme früher als gewohnt auf den Boden, muss ich dementsprechend mit der Hand nachkorrigieren und beim nächsten Mal vielleicht etwas langsamer das Seil drehen, beziehungsweise ich weiß, okay, ich muss beim nächsten Mal wieder normal bzw. höher springen. Das heißt, versucht nur euch auf das Geräusch des Seils und eurer Füße am Boden zu achten. Nur darauf konzentrieren, ansonsten ist der Kopf leer. Zweitens, atmen. Ein Problem kann sein, dass ihr nach 30, 40 Wiederholungen so lange unter Anspannung wart, dass euch einfach die Puste ausgeht, weil ihr entsprechend so viel Energie aufbringt, um euch zu verkrampfen, anstatt einfach zu springen. Dafür macht euch bewusst eine Atemstrategie. Das heißt, ihr versucht zum Beispiel für 4 Sprünge einzuatmen, für 4 Sprünge auszuatmen. Und dann sollten auch mehr als 30 Double-Under zumindest kardiovaskulär kein Problem werden. Nummer 3, versucht die Double-Under nicht zu schnell zu machen. Was ich häufig sehe und höre vor allem, ist, dass die Double-Under, nur weil sie Double-Under heißen, so schnell wie möglich gemacht werden, weil ihr das Gefühl habt, ihr springt nicht hoch genug und ihr müsst das Seil schnell durch die Füße bekommen, was meistens nicht der Fall ist. Der Sprung ist meist mehr als hoch genug. Das heißt, ihr müsst nicht die Double-Under so schnell wie möglich machen, weil dann ist garantiert, dass ich nicht mehr auf die Hand- und Fußkoordination achten kann, weil ich nur mich auf die Hände konzentriere und ich versuche, den Füßen nachzukommen, sondern versucht sie so langsam es geht zu machen. Um damit zu starten, hier mein Vorschlag, zunächst mal langsames Singles zu machen und die macht ihr so langsam, dass ihr 2 Sprünge zwischen den Singles machen könnt. Wenn ich das Seil so langsam bewegen kann, muss ich nur den Sprung für den Double-Under machen und die Seilgeschwindigkeit verdoppeln.
Und wenn ich diese Heilgeschwindigkeit von gerade verdoppel, ist es nicht wirklich schnell. Das heißt, ich springe dann den Double Under aus den langsamen Singles. Und das ist relativ entspannt. So kann ich relativ lange springen. Probiert es aus. Viel Spaß.